Hallo meine Lieben, heute gibt es einen Sticker-Haul und zwar habe ich bei Etsy bestellt, bei Peaceful Mind Design. Die Sachen kommen aus Australien, das ist für Deutschland relativ gut, weil sie nur 2 oder 3 Euro Versandkosten haben, nicht so wie in Amerika, wo man dann mal locker 8 Euro bezahlt. Und die Qualität ist sehr schön, das ist das zweite Mal, dass ich dort bestellt habe und ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Also, zuerst gab es dieses Freebie. Da steht einmal Clean, Happy Mail und dann Wash Sheets, Wash Towels und Laundry Day. Ich finde besonders das Laundry Day schön wegen diesem Wäschekorb. Sehr hübsch. Und alles relativ neutral gehalten, also so in Grau und so ein bisschen dunkel-lila. Und dass man das also fast in jedes Wochenspread integrieren kann. Dann habe ich bestellt Weekend Banner in der Farbe, ich glaube, Pastel war es. Die sind einfach nur sehr schlicht, aber ich fand sie sehr hübsch und Weekend Banner kann man ja immer gebrauchen, dementsprechend war das gut. Dann habe ich noch bestellt Savings und Debt in Rainbow Farben. Die möchte ich gerne für mein Finanzbullet Journal benutzen. Das habt ihr bisher, glaube ich, tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das Video vor diesem hochlade oder nicht. Das schauen wir dann. Die will ich auf jeden Fall in meinem nächsten Monat integrieren. Da werdet ihr die Sticker dann wahrscheinlich wiedersehen. Einfach um zu schauen, okay, wie viel habe ich gespart und vor allen Dingen, wie viel von meinem Kredit habe ich jetzt schon abbezahlt. Und um da so einen kleinen Überblick zu haben. Dann habe ich einen Counter bestellt in Neutral. Ich fand den sehr hübsch, weil man den halt auch wieder überall integrieren kann und den werde ich benutzen, um meinen Urlaub im Oktober zu markieren und daraufhin den Countdown auszurichten, weil ich mich da sehr drüber freue, wenn ich endlich hier weg bin. Dann habe ich noch Checklisten bestellt. Ich habe die mit 3 Herzen genommen. Die gibt es auch noch in größer. Das sind jetzt, glaube ich, die Tinies. Ja. Einmal im Rainbow und einmal im Pastel. Weil ich die großen, also bei den großen hatte ich ein bisschen Angst, dass die in meinem Erin Condren Hardbound einfach zu groß sind und dass ich sie dann abschneiden müsste, deswegen habe ich die kleinen bestellt. Außerdem gab es noch Workout Time, auch in Rainbow-Farben, brauche ich momentan nicht, weil ich momentan versuche andere Sachen in meinen Alltag zu integrieren und Workout da gerade nicht so an erster Stelle steht, aber das wird kommen, das heißt, die kann man immer gebrauchen. Und dann habe ich noch Cancelled und Rescheduled in Schwarz- und Grau-Abstufungen. Also dieses Schwarz mit Grau ist immer Neutral im Shop. Man kann, glaube ich, aus Pastel, Rainbow und Neutral auswählen. Man kann aber auch ein komplettes Sheet in einer Farbe machen. Ich weiß nicht, ob das bei allen die Option ist, aber prinzipiell geht das, glaube ich, bei recht vielen, soweit ich weiß. Und Cancelled und Rescheduled hatte ich bisher noch gar nicht, deswegen habe ich mir so ein Sheet mal mitbestellt. Dann habe ich noch zweimal Boxen bestellt, und zwar einmal wieder in Neutral. Ich fand die sehr hübsch mit diesem gestrichelten und dem Herzchen an der Seite. Hier unten hat man noch so kleinere, aber hauptsächlich hat man halt diese großen. Und dann habe ich die nochmal im Pastel bestellt. Die finde ich sehr, sehr schön. Die gefallen mir wirklich gut. Und da ich ja meine Termine eigentlich immer in so Boxen eintrage, habe ich mir gedacht, warum nicht? Dann gab es noch ein komplettes Weekly Set. Ich muss gerade mal eben gucken. Hier. Das müsste, ich glaube, irgendwas mit Adventure sein. Also ich wollte das im Oktober wieder für meinen Urlaub benutzen. Man hat hier auf jeden Fall ein paar Checklists. Flags, dann hier so kleine Icons, die finde ich sehr schön. Hier steht halt Grocery Shop, Laundry Day, da ist wieder dieses, zeigt mir auch auf dem Freebie, Cleaning Day, Lazy Day, Me Time, da sind dann so ein paar Duschgele aufgezeichnet und so, das finde ich total schön. 2 große Boxen, noch mehr Icons und ein Weekend Banner. Dann hat man Headers und Boxes, ich finde die Farben auch sehr schön. Halt dieses beige, schwarz, beziehungsweise dunkelgrau, rosa und hellblau. Finde ich sehr schön.
Hier hat man dann auch noch zwei Boxen, nochmal so eine Checklist-Box und hier vielleicht, da konnte man vielleicht dann schreiben, was man so die Woche essen möchte. Nochmal ein paar Labels und noch ein paar Icons. Full Boxes, ich glaube, die passen in den Erin Condren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Für meins werden die bestimmt ein bisschen zu groß sein, aber das stört mich weniger. Da muss ich das halt ein bisschen adjustieren. Das wird schon funktionieren. Noch ein paar volle Boxen. Und das Washi-Tape. Wobei ich ja ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich das benutze, vor allen Dingen, weil es für meinen Planer viel zu groß sein wird. Aber die anderen Sachen fand ich total schön und ich finde die das Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrem Shop wirklich sehr schön. Man kann bei ihr allerdings nur auf mattem Papier bestellen, also wer auf glänzende Sticker steht, hat da leider Pech. Und dann habe ich in demselben Theming noch so ein Basic Monthly Spread gekauft. Also man kann das halt so bestellen, dass man den Monat einfügt und dann hat man, glaube ich, auch noch Washi-Tape und so. Aber dadurch, dass ich keinen Erin Condren habe, fand ich das schwachsinnig. Hier hat man halt ein paar Labels. Ja, To-Do, Bills, Goals, Orders, Appointments this month und hier noch so ein paar Flags und so, kleine Icons, kleine Kreise, bisschen Deko und dann halt noch ein paar Boxen, die sind aber kleiner als die Boxen hier in dem anderen Set. Moment, da, die sind wesentlich kleiner. Ja, genau, einfach um das Monatliche so ein bisschen noch zu dekorieren. Und das war meine Peaceful Mind Design Bestellung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke euch natürlich den Shop unten. Ihr könnt vor allen Dingen auch mal bei Instagram bei ihr vorbeischauen. Sie hat eigentlich immer einen Coupon-Code, den man eingeben kann. Das ist voll gut. Ja, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!